Ein Video, in dem ich euch ein paar Snapchat-Tricks zeigen möchte, mit denen ihr noch coolere Snaps erstellen könnt. Zuerst zu den Snapchat-Malfarben. Nachdem ihr etwas fotografiert habt, könnt ihr oben rechts den Stift auswählen und auf der Farbpalette eine bestimmte Farbe auswählen. Schwarz und Weiß sind beim iPhone nicht in der Palette zu finden. Um trotzdem Weiß auszuwählen, tippt ihr auf die Farbpalette, haltet das Tippen und wischt zur linken oberen Ecke. Für Schwarz macht ihr das gleiche und bewegt den Finger zur linken unteren Ecke. Mit dem gleichen Prinzip kann man auch beim Android weitere Farben auswählen. Ihr tippt auf eine Farbe in der Palette, haltet gedrückt und zieht den Finger nach links, um Variationen der Farben zu erreichen. So lassen sich beispielsweise verschiedene Pastelltöne einstellen. Der zweite Trick ist für eure Texte auf euren Bildern. Wir gehen auf das T oben neben dem Stift, um einen Text einzugeben. Mit Tippen auf den Text, Halten und Finger nach oben oder unten bewegen, können wir den Text im Bild positionieren. Wir können den Text auch vergrößern, indem wir nochmal auf das T tippen. Und nochmaliges Tippen auf T zentriert den vergrößerten Text. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Schriftfarbe ändern kann. Dazu tippen wir auf den Text, um ihn zu bearbeiten. Woraufhin am rechten Rand die Farbpalette erscheint. Wir können eine beliebige Farbe für unseren Snapchat-Text auswählen. Was man noch machen kann, ist dem Text verschiedene Farben zu geben und ihn bunt zu machen. Dazu tippen wir wieder auf unseren Text und markieren dann einen bestimmten Textabschnitt und wählen eine andere Farbe aus. Und so wird das ganze Foto gleich viel hübscher. Der dritte Snapchat-Trick zeigt euch die Effekte, die ihr benutzen könnt. Um euer Bild mit einem Filter, ähnlich wie bei Instagram, zu verschönern, wischt ihr mit eurem Finger über dieses von rechts nach links. Zum einen gibt es verschiedene Farbfilter, wie zum Beispiel Schwarz-Weiß, aber auch solche Einblendungen wie die Geschwindigkeitsangabe, während ihr das Foto geschossen habt, oder eine aktuelle Temperaturanzeige oder die Uhrzeit. Ein Trick, wie ihr zwei Effekte gleichzeitig auf ein Bild anwenden könnt, ist, mit einem Finger bei einem Filter, wie jetzt hier die Uhrzeit, gedrückt halten und mit einem zweiten Finger nach rechts oder links wischen, um den ersten Effekt mit einem weiteren Effekt zu kombinieren. Das Ergebnis hier ist der Schwarz-Weiß-Effekt zusammen mit dem Uhrzeit-Effekt. Wollt ihr noch mehr Snapchat-Tricks sehen, dann lasst es mich mit einem Kommentar oder einem Daumen nach oben wissen. Abonniert den Kanal für zukünftige Videos zu Snapchat und anderen Online-Themen.